So, das schaut gut aus. Sehr gut. Dann darf ich euch alle begrüßen heute zum siebten Denkpresso. Ich habe heute die Ehre, die Moderation zu übernehmen und habe mir zwei charmante Herren eingeladen, in Christian und in Mario. Hallo, schön, dass du da seid. Guten Abend. Wir haben heute ganz ein besonderes Thema. Ich freue mich voll, dass ich da mit euch darüber reden kann, denn der Impuls für dieses Thema ist ja eigentlich eure Freundschaft. Das heißt, geht halt fast schon ein bisschen so in eine private Freizeitrichtung. Das finde ich voll schön, einfach einmal da euch einen Zugang zu hören, weil ihr habt gemeinsam ein großes Projekt gestartet und bin schon gespannt, was davon berichtet. Und bevor wir jetzt richtig loslegen, machen wir es so, wie es sich schon bewährt hat, dass euch gegenseitig vorstützt, bitte. Und ich habe mir überlegt, dass ihr gegenseitig einen Elevator-Pitch macht. Also der Chris hat jetzt eine Minute Zeit, den Mario so gut es geht zu beschreiben, so gut es schafft in einer Minute, alles einzupacken, was du über Mario sagen möchtest. Das wird mitgestoppt. Ich stopp mit. Bist du bereit? Ich Bist bereit? glaube. Passt, dann los. Ja, der Mario Bramberger ist nicht nur ein sehr, sehr lieber Freund, ein herzlicher Mensch, liebender Vater, sondern jemand, der sehr, sehr viel Erfahrung im Bereich Unternehmensentwicklung hat, Unternehmensphilosophie, alles, was das Zwischenmenschliche betrifft. Und wenn man in dem Bereich als Unternehmer oder Privatperson das wissen möchte, sich weiterentwickeln möchte, dann muss man genau zu ihm gehen, weil der einfach dieses Einfühlungsvermögen und die Erfahrung hat, dass er genau das dann auch umsetzt und die Leute von A nach B bringt. Das sage ich nicht nur so, sondern ich habe es selber mit Mario schon gemacht und weiß, dass es funktioniert. Sehr gut. Weitere Infos finden Sie unter www.unternehmenshandwerk.at. Du hast noch 18 Sekunden. Nein, mehr brauche ich nicht. Ich glaube, das ist alles drinnen, was man jetzt spontan einfällt. Danke. Dann Mario, bist du bereit? Ich bin gerade noch ein bisschen sprachlos, aber ich bemühe mich. Ja. Okay, dann lege ich los. Mein Kollege heute im Denkpresso ist Christe Rock-Rohrhofer. Ich kenne ihn schon richtig lang. Ich glaube, es sind jetzt 8, 9 Jahre. Er hat Muskeln so hart wie Stein, der Rock Eglor. Er ist im Herzen mit der Natur verbunden und das ist das auch, was ich so an ihm schätze. Das heißt, seine Produkte bei Rocksports, Bio-Nahrung, Sportnahrung, sind auf jeden Fall bio, nachhaltig, und da gibt es nichts, was irgendwie da nicht so wäre, wie es sein sollte, dass es wirklich Bio und feinste Qualität ist. Abgesehen davon ist der Chris über die Jahre ein lieber Freund geworden. Und immer wenn ich Inspiration brauche oder Ideen brauche, dann rufe ich den Chris an. Weil egal welches Gespräch, welcher Kaffee, der Chris hilft mir weiter und hat neue Ideen für mich. Und dafür vielen Dank. Super. Vielen Dank. Muss ich denn nur abstimmen, damit den. super, voll fein, dass ihr mitgemacht habt. Danke. Genau, das Thema heute ist der einfachste Weg zum Glück, ein Erfahrungsbericht. Und ich weiß ja schon, dass das mit 84 Kilometern und 48 Stunden zu tun hat und würde jetzt gern vom Mario wissen, was ihr eigentlich gemacht habt und wie es dazu gekommen ist. Wie ist die Idee entstanden? Ich bin 2018, na 2017 das erste Mal weit gewandert oder gepilgert, könnte man auch sagen, und zwar am Johannesweg im Mühlviertel. Und dieser Johannesweg hat eben genau 84 Kilometer. War damals mit meiner Frau unterwegs und habe das lieben und schätzen gelernt, dieses Gehen an der Natur, nur dazu in dieser wunderschönen Natur bei uns im Mühlviertel in Oberösterreich, es war hervorragend. Habe 2018 das dann weitergeführt und bin alleine wandern gegangen. Und in der Zwischenzeit mache ich das eigentlich fast regelmäßig. Und heuer hatten wir Denkweise-Klausur im Jänner. Und beim Abendessen bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, 84 Kilometer würde sich doch anbieten, wenn man es durch zwei teilt, dann ist es genau die Marathondistanz, 42 Kilometer. Und nachdem ich ja schon drei Marathons gelaufen bin, habe ich irgendwie gedacht, das wäre doch cool. 84 Kilometer durch zwei sind genau 42, bis auf 2 Tage zurückzulegen und habe beim Abendessen geworben für diese Veranstaltung. Und es hat angegeben, der hat aufgesagt und das war der Chris. Der hat ganz spontan zugesagt
und hat sich, glaube ich, keine großen Gedanken gemacht, irgendwie zu dem Thema 42 Kilometer am Tag irgendwie zu Fuß zurückzulegen. Das ist von der Kraftherrschaft war eh kein Thema, aber er hat es trotzdem das erste Mal gemacht und spontan zugesagt. So ist es dazu gekommen, sehr spontan. Super. Und wie war das für euch in dem Moment, wo ihr euch entschieden habt? War das schwierig, einen Termin zu finden? Ich meine, ihr seid beides Unternehmer, habt es ordentlich viel zum Tun, dass man sich echt zwei Tage außernimmt. Das ist schon mal, ja, muss man sich schon irgendwie entscheiden, oder? Habt ihr schnell einen Termin gefunden? Ich sage mal so, wenn es irgendwo Herausforderungen gibt, dann suchen wir zwar Lösungen und der Termin ist relativ schnell gefunden. Ich glaube, wir haben einmal verschoben und dann war das Ding fix. Dann ist uns so eine kleine Corinna dazwischen gekommen, das haben wir dann auch noch gemeistert. Und ich glaube, wie gesagt, der zweite Termin, den wir gesucht haben, der hat dann passt und dann ist losgegangen. Also keine große Herausforderung, weil beide wollten es und sobald man was will, ist der Weg relativ schnell und einfach. Dann würde mich nur interessieren, wie war dann die Vorbereitung? Also ihr habt euch entschieden, ihr macht es jetzt, ihr geht den Johannesweg, ihr geht 84 Kilometer in zwei Tagen. Was bereitet man davor? Was braucht man dafür? Maria, du bist der Spezialist, du hast das schon öfters gemacht, du hast dich sicher richtig vorbereitet. Was braucht man dafür? Einen großen Rucksack, der war schnell gefunden. Es war ein bisschen die logistische Herausforderung, wie wir das angehen wollen, weil es war eben durch Corona-Phase irgendwie so, dass es ganz knapp dran war, dass wir ein Zimmer gekriegt haben. Die Restaurants hatten noch nicht offen, also wir haben tatsächlich ein paar Dinge anders planen müssen, als wenn man normal den Johannesweg geht, weil man ist dort top verpflegt, es gibt genug Möglichkeiten, sich einen guten Kaffee zu kaufen, irgendwo eine Jausenpause einzulegen, auch zu schlafen. Die Gastronomen da oben bieten normalerweise auch das Taxi-Service an, wenn es notwendig wäre. Und das hatten wir alles nicht aufgrund von Corona. Das heißt, wir haben ein paar Dinge umgeplant, haben dann irgendwie uns ein bisschen auf abtrünnigen Wegen fast ein Zimmer organisiert. Das hat geklappt, ja, aufgrund von guten Kontakten oder wie immer wir das nennen möchten jetzt. Und insofern war unsere Homebase quasi für diese 48 Stunden einmal gelegt. Und dann war aber nur die Frage, wie verpflegen wir uns? Und da haben wir tatsächlich ein paar Spezialentscheidungen treffen müssen. Das heißt, wir hatten zwei Tage lang auch einen Gaskocher mit im Rucksack, ja? Haben feinsten, um den Chris sein Lieblingswort zu zitieren, feinsten Espresso gezaubert, auch egal wo auf der Strecke mit dem Gasbrenner und haben auch Bionahrung mitgehabt und in feinster Bio-Qualität speisen können. Organisatorisch war das an der Stelle auch wieder keine große Herausforderung, weil der Chris dabei war und der die besten Zugänge da hat. Ja, also es waren ein paar Dinge mehr zu organisieren als normal, aber im Rucksack hat das alles Platz gehabt und war gut. Ja, so ist es. Ne? Und was ich noch ergänzen kann, Vorbereitung, die einzige, was ich gemacht habe, ist Rucksack natürlich, Schuhe reinpackt und ein bisschen Wäsche. Aber ich habe mich vorher noch bei einem Freund von mir, der beim österreichischen Bundesheer ist, gleichzeitig leidenschaftlicher Weitwanderer, der wirklich weit geht. Da habe ich mich einfach nur mal erkundigt und habe mir ein paar Know-how-Sachen geholt und geschaut, was muss ich wirklich aufpassen. Und ja, mit diesem Know-how sind wir dann losgestartet. Dann noch mit der Mario abgeholt in der Früh und dann sind wir schon, wir sind am Vorabend noch gefahren. Das war es und dann nächsten Tag in der Früh schon losgegangen. Jetzt würde mich interessieren, was dieses Know-how von deinem Freund ist. Also auf wann jetzt irgendwie inspiriert ist und sagt, ich möchte das jetzt machen. Also da muss man vielleicht mal Weitwandern definieren. Das, was wir gemacht haben, ist sozusagen sehr hitzt als Staatstrennen. Er geht halt dann teilweise so Dinge 300, 500, 1000 Kilometer, nicht immer, aber regelmäßig in diese Richtung. Und der hat zum Beispiel gesagt, dass irgendwas weh tut, dass irgendwie Ermüdungserscheinungen sind, ist ganz normal. Aber man muss unterscheiden zwischen dem Schmerz, der einfach ein bisschen druckt, oder dass wirklich was weh tut, wenn man sich was einreißt oder was. Da, wenn man ein bisschen Körpergefühl hat, kriegt man das mit. Und sobald es nur dieser Belastungsschmerz ist, passiert im Grunde nichts. Das heißt, man muss von Anfang an davon ausgehen, dass man das, was weh tut, das ist das Erste. Und das Zweite ist, nicht zu viel mitnehmen, weil alles, was man mitnimmt, muss man natürlich auch herumschleppen. Das sind die zwei Key Learnings. Also im Grunde ganz einfache Dinge, die aber gut zutreffen sind. Das heißt, wenn Sie jetzt nochmal zurückdenkt, wie es dann daheim auch immer sagt, was im Rucksack war, unbenutzt? Was habt ihr zu viel mitgehabt? Wir haben fast zu wenig mitgehabt. Der Mario hat ein feines Bananenbrot zaubert. Ich habe mitgenommen, ein Eiweißbrot. Das war
nach dem ersten Tag schon, ja, ich sage mal, zu viel haben wir nicht mitgehabt. Und es ist definitiv kein Riegel überblieben. Also das war das Erste, was klar war. Ja. Die Minirocks, genau. Hm, ja, ja, ja. Aber unterm Strich hat die Planung gepasst. Es ist natürlich einfacher, wenn du nur 2 Tage gehst, ja, als wenn du 5 Tage 21 gehen, ja. Jetzt habe ich die leider nicht gut verstanden. War das jetzt nur bei mir so? Okay. Mario, vielleicht kannst du den letzten Satz nochmal wiederholen. Ich würde natürlich einfacher, wenn man nur 2 Tage unterwegs ist, also diese 48 Stunden waren von dem her schon einfacher zu organisieren oder 14. Ich glaube, es ist nicht besser geworden jetzt, gell? Ich glaube nicht. Man muss dazu sagen, der Mario ist heute ja auch weit wandern, von daher passt es gut. Von woher schaltest du gerade dazu, Mario? Ja, wir sind von Schlitt nach Mariazell und gestartet mit unserem ersten Tag und wir machen Station in Ternberg. Mhm. Und wer weiß, ob da schon das Internet genau durchgegangen ist. Ja, okay. Okay. Ja. Aber ich glaube, ich kann Katrin wieder. Mich wieder. Hm? Ja. Danke. genau. Dann zwischendurch würde ich mal mächtig gerne erwähnen, dass, wenn jemand Fragen zum Johannesweg hat, dass er die gerne in die Kommentare stellen darf, weil ihr könnt es ja aus erster Hand jetzt beantworten. Genau. Also, wer Interesse hat und Fragen hat, bitte kommentiert es einfach und ich werde es dann weiterleiten. Ja, der lange Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Schritt für Schritt. Möchtest du dazu was sagen? Ja, das begleitet mich jetzt schon eine ganze lange Zeit und das war so eins, was der Chris und ich gerade in den ersten Kilometern sehr intensiv diskutiert haben. Wie geht's los und wie fängst du so einen Weg an? Ja. Du musst erst zu Beginn einmal deinen Rhythmus finden, dein Tempo finden. Du weißt nicht genau, wie du dir das einteilen sollst, vielleicht auch, weil eben ja, du für Steigungen natürlich länger brauchst, wie für Bergabstücke oder für flache Stücke. Und so sind die ersten Schritte immer sehr von Bedeutung, dass man gut reinkommt in so einen Tag. Und das, was wir auch sehr intensiv diskutiert haben und das wollte man heute als eines der Learnings eben mitbringen, ist so das Thema, dass man den Weg am Plan vielleicht sich anschauen kann und kennt, aber live dann nie weiß, was sich am Weg alles für Möglichkeiten ergeben. Ja? Also am Beispiel von dem, dass wir jetzt nicht nach Gasthäusern Ausschau halten konnten, wo wollen wir den Mittagsrast einlegen und wo wollen wir essen gehen, haben wir einfach irgendwelche Plätze dazwischen suchen müssen. Und das war zum Beispiel was, da haben wir ja einmal einen sehr ungewöhnlichen Platz dann wirklich Mittagspause gemacht und das haben wir spontan am Weg entschieden. Also wenn ich an die letzten Denkpresse zurückdenke, dann könnte man fast sagen, intuitiv haben wir das dann entschieden. Und das kannst du nur machen, wenn du einen Schritt nach dem anderen machst, den Weg Schritt für Schritt gehst und dann sagst, hey, da scheint jetzt die Sonne, da ist ein super Platzerl, wir haben schon Hunger, da machen wir das jetzt. Ja. Das ist also so ein bisschen die Aussage mit Schritt für Schritt, der Weg entsteht durchs Gehen. Das war so eins der Hauptthemen, das uns da diese 2 Tage lang sehr intensiv beschäftigt hat. Ja. Und natürlich auch die äußeren Einflüsse, oder die man natürlich dann auf der Landkarte nicht mit hat, wie das Wetter zum Beispiel. Du bist am Weg und musst dich natürlich an die Gegebenheiten anpassen und orientieren. Wie war bei euch das Wetter? Das als Kaiserwetter bezeichnen. Also wir haben jetzt nicht 30 Grad gehabt, aber es war, glaube ich, das perfekte Wetter. Es war ein bisschen bewölkt, es hat ab und zu zwar einen kleinen Tropfen aber gehabt, aber unterm Strich nicht zu heiß, nicht zu kalt. Also ich habe es als sehr, sehr ideal empfunden. War, glaube ich, Mario, oder? Am zweiten Tag waren wir ein bisschen kalt, aber zum Wandern war es schon gutes Wetter, viel besser als 30 Grad, absolut. Ja.
bin halt da ein bisschen anders isoliert und von daher habe ich einmal eine andere Temperatur empfunden. Aber unterm Strich, glaube ich. Ja. Chris, du hast auf dem langen Weg ja auch für dich eine Erkenntnis gefunden mit der Monotonie. Möchtest du uns dazu was erzählen? Genau, also die Erkenntnis, das war für mich voll was Cooles. Das war der Hauptgrund, warum ich mich so schnell entschieden habe, wie mich der Mario gefragt hat. Und zwar ein sehr lieber Coach, den ich schon lange verfolgt, der Dieter Lange, der hat so ein cooles Buch und da habe ich schon x-fach gelesen und der schreibt da einmal von dieser Monotonie. Und Monotonie, denkt man sich jetzt, monoton, langweilig, das ist ja irgendwie fad. Nein, Monotonie hat nichts mit Langeweile zu tun, sondern Monotonie ist im Prinzip das, was wir gemacht haben beim Wandern. Du gehst Schritt für Schritt für Schritt und du merkst dann nach ein paar Stunden, wird einfach der Verstand immer leiser. Die Alltagsdinge, die immer im Kopf herumgeistern, ich habe morgen einen Termin, das muss ich machen, To-Do-Liste hier und da, das wird auf Dauer Schritt für Schritt immer leiser. Und irgendwann hast du dann einfach einmal den Moment, wo es ruhig ist. Und Mario, wenn du erinnerst, es hat immer ein paar so Etappen gegeben, wo wir geredet haben und dann hat es Etappen gegeben, wo wir einfach ruhig waren, wo halt jeder seinen eigenen Rhythmus gegangen sind. Und ich habe das Gefühl, dass wir zwar da einfach schon sehr gut abgestimmt sind und nicht ich dir da noch 10 Minuten oder du mir 10 Minuten bei meinem Plappern dazu hörst, vielleicht schon, aber normalerweise hat sich das immer, glaube ich, gut geregelt. Und in dieser ruhigen Zeit, wo du dann Schritt für Schritt gehst und so eine Art, wo ich sie blöd an, einen meditativen Zustand kommst, und der Verstand immer ruhiger wird, auf einmal kommen Ideen, auf einmal schießen Sachen rein. Und der Dieter Lange sagt, jeder Moment der Monotonie ist ein Glücksmoment. Sprich, wenn wir in diesen Moment reinkommen, so wie ein Kind beim Sandhaufen spülen, das einfach 3 Stunden Sandhaufen spült und in der ersten Minute ist genauso spannend wie nach 2 Stunden 55, das ist irgendwie dieser monotone Moment. Und das Coole ist, Theorie ist das eine, was ich im Buch gelesen habe, und das andere ist einfach das wirklich dann erleben. Und das kann ich nur empfehlen. Es muss nicht eine Weitwanderung sein, es kann ein Sonnenuntergang anschauen, es kann auch eine Stunde spazieren im Wald sein. Es gibt verschiedene Varianten, aber das war für mich so etwas, was richtig cooles Erlebnis war. Ja, und ich denke, man kommt so durch diesen Rhythmus, den man dann eben am Weg findet mit der Zeit, ist es für den Körper dann einfacher, in diesen State irgendwie zu kommen. Also er gewohnt sich dann dran und der Bewegungsablauf ist nach ein paar tausend Schritte dann irgendwie gelernt und besser gelernt, selbst wenn du einen schweren Rucksack am Rücken hast. Und dann passiert das, was der Chris geschildert hat und aus meinem Munde vielleicht nur und wie sie sich für mich dargestellt und angefühlt hat. Es kommt dann wirklich, es wird dann einfach, es geht vom Kopf weg und kommt dann immer weiter irgendwie runter in den Bauch und in den ganzen Körper teilt sich das dann auf. Und dann gibt es so Momente, wo du in der glücklichen Situation bist, gar nichts mehr zu denken und einfach einen Schritt nach dem anderen machst. Und das haben wir da erleben dürfen, der Chris und ich, und haben uns da sehr intensiv ausgetauscht. Und das waren Glücksmomente, absolut. Ja, darum heißt die Sendung halt oder der Denkpresso halt so, weil das ist schon eben Schritt für Schritt irgendwie am Weg zum Glück. Ja. Und sehr einfach. Ja. Wie ihr dann auch dann heimgekommen seid, wie ist es für euch dann, wie könnt ihr dieses Gefühl jetzt in Alltag transportieren? Wie geht ihr damit jetzt um? Also macht ihr jetzt monatliche Weitwanderung oder habt ihr Anker gesetzt, wo ihr wisst, okay, da gehe ich wieder in diese Ruhe, da wird es wieder ruhig bei mir? Habt ihr da irgendeine Tipps jetzt im Nachhinein oder Erfahrungen? Nachdem ich heute wieder so einen Tag erlebt habe und ich glaube, es ist jetzt so mein insgesamt 6. oder 7. Weitwanderung, habe ich schon die Beobachtung heute beim Weggehen schon gehabt, dass ich gleich wirklich am Vormittag so Phasen gehabt habe, die ich beim ersten Mal zum Beispiel erst am 3., 4. Tag gehabt habe. Das heißt, auch da gilt der Leitsatz, üben hilft, ja, oder Training hilft, so wie bei allen anderen, ob es Tastatur, 10-Fingersystem schreiben ist, ob es Englisch lernen ist, ob es Spanisch lernen ist, ob es irgendein Tanzschritt lernen ist, üben hilft. Ja. Und das heißt, auf deine Frage, Katrin, wenn ich daheim bin und gehe, ja, also wirklich vom Büro raus, unten bei der Haustür raus und einfach eine Viertelstunde, 10 Minuten, 20 Minuten, was auch immer gehe, dann bin ich sehr schnell oder schneller wieder in dem Modus drinnen.
Und ja, es funktioniert besser im Naheverhältnis direkt nach der Wanderung. Also das heißt, in den Tagen und Wochen direkt danach ist es besser anknüpfbar, es wird 2, 3, 5 Monate danach, absolut. Aber das war halt für mich wirklich überraschend am Vormittag, weil ich habe mich schon wieder auf diesen Modus gefreut und habe wirklich am Vormittag beim Weggehen, und da war auch wieder so eine Phase, die der Chris schon geschildert hat, wo man dann nichts redet und wo man einfach nur geht, dann, dass ich da sehr schnell reinkommen bin, und es war ein sehr, sehr angenehmes, wohltuendes Gefühl. Und bei dir, Chris? Mir sind da zwei Punkte, die mir da in den Sinn kommen. Das erste ist, wie verarbeitet sie für mich? Ich bin ein Mann, der alles niederschreibt. Hab mein Journal, da sitze ich mir hin mit einem feinen Espresso und schreibe mir das einfach nieder und versuche einfach diese Dinge, die ich da gelernt habe, die ich gefühlt habe, die ich da erlebt habe, gleich niederschreibe. Sobald ich das wieder lese, 2, 3 Wochen später, weiß ich so gut, wie wissen wir da gegangen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftige, das Thema Monotonie ist ja genau das Gleiche, wie wenn ich meditiere oder Ähnliches. Da versuche ich ja in einen ähnlichen Zustand zu kommen, wo ich einfach nicht über irgendwas nachdenke, sondern im Jetzt und Hier bin. Und im Grunde ist diese Monotonie ja nichts anderes. Das heißt, wie es der Mario gesagt hat, die Übung ist es genauso, dass ich dann zum Beispiel merke, nach solchen Events, dass ich mir dann nachher in der Meditation viel leichter tue, dass ich mich entspanne, weil ich halt genau weiß, komme jetzt viel schneller rein, weil ich ja gerade die letzten Tage geübt habe und dann finde. Genau, also weil der Körper schon weiß, was jetzt angesagt ist. Weiß das schon mal. Genauso ist, wie wenn ich trainieren gehe und immer wieder die Übungen mache, Kniebeugen mache, was auch immer, sukzessive erlerne das Ganze und irgendwann geht das ins Routinemäßige über. Ich habe es im Unterbewusstsein drin und genauso kann man auch Meditation lernen. Ich kann mich an das erste Mal erinnern, da habe ich viel gelesen, aber dachte, cool, Meditation, das mache ich jetzt und dann ist morgen was anders. Dann sitzt die her und dann geht gar nichts, weil da im Kopf so viel herumgeistert. Und das musst du auch lernen, dass du einfach das, was herumgeistert, im Prinzip, wie wenn du in den Himmel schaust, und das sind einfach nur Wolken, diese Gedanken, die ziehen vorbei. Und das muss man lernen, dass man immer wieder zurückkommt und sich einfach entspannt. Und da hilft einfach das Weitwandern mehr, aus meiner Sicht, weil wenn du meditierst und da sitzt, hast du im Grunde keine Bewegung. Wenn du aber weit wanderst, du hast die Bewegung, den Körper, der ist sozusagen beschäftigt. Da fällt es mir leichter, dass ich abschalte. Genauso wie im Training. Wenn ich meinen Musiktrainer trainiere, dann schaue ich eine Stunde später auf ein Thema, wo ist die Zeit hin? Weil das ist einfach so ein monotoner, geiler Prozess. Das ist einfach, wo du im Flow drin bist, sozusagen. Ne? Passt hin zu deinem Göttergarten. Ja? Flow. Bringst mich gleich raus. Ja, so ein blöder Schmäh ist einmal. Genau, eine Frage ist nur auftaucht bei mir. Ihr habt das erste Mal gemeinsam gemacht, oder? Das war eure erste gemeinsame Weitwanderung. Kennt sich aber schon viele Jahre. Gibt es in so 48 Stunden auch Konfliktthemen, die dann aufkommen? Oder ist es echt gleich dieses, wir gängern, wir haben ein Ziel, wir gängern da durch? Oder muss man sich da mal einrufen? Gibt es da... Da muss ich mir die Listen schnell holen, was ich mal alles aufgeschrieben habe. Na Mario, bitte fang an. Also wir haben einen riesen Konflikt gehabt am ersten Tag beim Abendessen. Wir haben nicht gewusst, ob wir jetzt 10 Eier für die Eierspeise nehmen oder 20 Eier. Der Chris war für 20, ich habe gesagt, 10 reichen. Scherz beiseite, es hat keinen Konflikt gegeben. Wir waren irgendwie gut vorbereitet, haben das vorher 2 Telefonate lang gut abgestimmt. Nachdem wir uns jahrelang kennen, ist nichts aufgetaucht. Ich kann mich an keine Situation erinnern. Nein, mir fällt nichts ein. Gleichfalls. Also es war so entspannt, weil jeder weiß natürlich immer, ich glaube, so intern denkst du schon manche Momente, ja, jetzt war es schön, wenn wir mal stehen bleiben oder was, aber die Abstimmung zwischen uns, die hat immer, also aus meiner Sicht super funktioniert, weil man jeder hat dem anderen seinen Raum gegeben, jeder hat dem anderen seinen Rhythmus gegeben. Und so wie es bei mir war, ich bin das mit Barfußschuhe gegangen, da wird einfach noch gewisser Kilometer und so gemerkt, ui, das wird doch ein bisschen anstrengender, wie ich es ursprünglich gedacht habe. Und da hat mir der Mario trotzdem die Zeit gegeben, weil ja, er halt anderes Tempo gewohnt ist, ich nicht so schnell gehen habe können. Und trotzdem ist er da dabei gewesen. Also Hochachtung an dich, Mario, dass du das so durchgehalten hast. Ja. Ich glaube, es braucht dieses schon ein Stück weit und das ist, glaube ich, auch bei so einem Projekt wieder nichts anderes, dieses Einlassen ein Stück weit
auf die andere Person. Und das ist an der Stelle gut gelungen, aber auch an anderen Stellen, beide Richtungen super gelungen. Und vor allem, man muss ja dann immer schauen, wenn das Beispiel jetzt von Chris, dass er dann mit den Schuhen ein bisschen Probleme gekriegt hat, war dann für mich beim Gehen auch die Frage auf einmal da, auch so aus dieser Monotonie heraus, was heißt das jetzt an der Stelle für mich? Ja? Und für mich ist ein altes Übungsfeld aufgetreten, nämlich, dass ich mich in Geduld zu üben habe, in vielen Lebensphasen. Und das war auf einmal wieder da und präsent. Und somit war ich mit der Situation auch wieder fein und habe dann leider für den Chris und seine Füße noch einige Kilometer Zeit gehabt, das zu üben. Ja? Und für mich war das eine super Möglichkeit. Ich habe es dankend angenommen. Das gelingt nicht immer gleich gut. Da ist es mir ganz gut gelungen. Und ja, dieses Einlassen war beim Chris und bei mir kein Thema. Also da waren wir gut abgestimmt und war fein. Ich genauso. Danke für die Einblicke. Chris, mich würde jetzt interessieren, du hast das Thema mit den Schuhen angesprochen. Ari hat da seine Erkenntnis jetzt gehabt, Geduld zu üben. Welche Erkenntnis ziehst du daraus, dass der Weg plötzlich so schmerzhafter geworden ist als geplant oder so? Ich habe einfach, ich sehe das immer voll positiv. Also mir hat das voll taugt, aber natürlich die Füße halt ein bisschen weh dann und so weiter. Aber ich habe das Rocksche Schmerzmodell entwickelt. Ich habe einfach für mein kleines Buchprojekt, das ist jetzt ein eigenes Kapitel entstanden. Da sind Ideen gekommen, nachher haben wir ein bisschen drüber plaudert. Welchen Schmerz kann man dem Körper zumuten? Das heißt, wenn ich jetzt sage, mir tut es erst einmal beim Weitwandern der große Zeh weh, bleibe ich dann gleich stehen oder kann ich da eh weitergehen, weil im Körper nichts passieren wird, das ist halt einfach nicht gewohnt. Genau diese Unterscheidung zwischen, ist wirklich was Ernstes, muss ich stehen bleiben oder ist das einfach nur ein Überlastungsschmerz und manchmal denkst du, ah, jetzt ist aber gerade noch Pausen, wenn man wieder in die Wanderschuhe reingeht, die ersten Schritte sind dann manchmal ein wenig ungut, wo man sich dann fragt, hey, ist das jetzt noch gut? Also das sind meine Learnings gewesen, wo ich einfach immer wieder reingespürt habe und gesagt habe, ist das jetzt okay, ist es nicht okay, und dann bin ich einfach weitergegangen. Und auch wenn es weder hat, Schritt für Schritt für Schritt für Schritt, der Mario und ich, wir haben uns dann immer so kleine, ich weiß nicht mehr, wie wir es genannt haben, dort Meilensteine gesetzt, was weiß ich, die nächsten 15 Kilometer oder irgendein nächste, so 12 solche Meilensteine am Johannesweg geben, da haben wir den einen oder anderen dann als Zwischenstein gesetzt. Und das hat dann einfach nach dem Motto, wie esse ich einen Elefanten, häppchenweise, hat dann dazu geholfen, dass einfach du nicht noch denkst, jetzt muss ich noch 60 Kilometer gehen, sondern jetzt gehe ich die nächsten 5 Kilometer. Und dann bin ich dort und dann schaue ich mir die nächsten 10 Kilometer. Also immer Stück für Stück. Und das sind einfach so mentale Erkenntnisse, die ich eh schon lange habe, aber da habe ich es einfach wieder mal mit mir testen können. Weil Theorie ist das eine und das Ganze in die Praxis umsetzen ist immer das andere. Und das liebe ich einfach, wenn ich mich selbst da wieder herausfordern kann. Und darum hat das mit den Schuhen super passt, das hat, ja, wird das extrem gut. Dann eigentlich, Entschuldigung, Maria, du willst was sagen? Naja, der Chris sagt so ein bisschen, er hat dort oder da Schmerzen gehabt bei den Füßen. Also in der Mittagspause konnte ich sehen, mit welchen Thematiken er da Schritt für Schritt kämpfen muss oder auf jedem Schritt kämpfen muss. Das waren keine Plaudern mehr, das war dort oder da ein bisschen mehr. Und ich habe dann von ihm lernen dürfen, wie er damit umgeht. Also wir haben dann über dieses Rocksche Schmerzmodell gesprochen und er hat mich dann gebeten, das ihm in einer kurzen WhatsApp-Nachricht gleich zu schicken oder Sprachnachricht, weil ich gerade das Handy zur Hand gehabt habe und lauter so Späßchen nebenbei. Aber ja, also das zu sehen, wie er damit umgeht und wie man das auch angehen kann mental, und darüber haben wir gesprochen, da war für mich auch wieder was zum Lernen dabei, und das geht halt nur in der Praxis. Also das war wieder der Klassiker, du kannst vorher reden und tun und niederschreiben, und in der Praxis tun ist immer nur das Wertvollste. Ja. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man sich in dem Moment auf diesen Moment einlässt. Wenn ich jetzt immer da herumgehe und sage, die Füße tun mir weh, jetzt muss ich noch 40 Kilometer gehen, und jetzt gehe ich da 4 und dann ist wieder ein Berg, ein Anstieg. Das heißt, wenn ich immer nur das Negative sehe, wird das nicht funktionieren, du wirst keine Freude haben. Die Freude ist dann da, wenn man sagt, so, jetzt bin ich da, ich weiß sowieso, dass ich die 80 Kilometer gehe, und auch wenn es weh tut, ist vollkommen okay, das kommt auch sicher daher. Das heißt, ich rechne und kalkuliere damit, dass ich einfach trotzdem bereit bin und jedes kleine Viecherl, und wir haben dann diese Hochlandränder gesehen, wo ich eine Riesenfreude gehabt habe. Wir haben dann so einen schönen Durchgang gesehen, es lauter so Kleinigkeiten, oder dann war so ein
moosbewachsener Stein im Wald, wo ein Herzl drinnen war, lauter so Kleinigkeiten. Und ich glaube, wenn du so verbissen durchgehst und wenn du in deinem Modus drinnen bist, kriegst du das nicht mit, sondern trotzdem, trotz, wenn du ein bisschen Herausforderungen hast, diese Kleinigkeiten zum Sehen. Und dann merkst du mal, in welchem Paradies wir eigentlich leben und wie gut es uns geht und dass das, was wir gemacht haben, im Grunde jeder machen kann und braucht nur ins Auto steigen, eine Stunde ins Müchertal fahren und hat da das Paradies, das kann jeder machen. Das ist das, was mich dann einfach so im Nachhinein so fasziniert. Ne? Das heißt, diese Erkenntnisse, die wir da haben, die kann im Grunde jeder haben, man muss nur offen sein dafür. Man muss nicht einmal 80 Kilometer wandern, man kann irgendwo am Fluss entlang gehen, im Grunde kann ich mir das überall rausholen. Ne? Das ist das, was mich so fasziniert an dem Ganzen. Das heißt, ihr habt euch die 84 Kilometer in 48 Stunden vorgenommen und habt so in dem Moment, wo es losgegangen ist, auch losgelassen von den ganzen Erwartungen. Das heißt, hättet ihr das Gefühl gehabt, noch, weiß ich nicht, 60 Kilometer, es reicht euch, oder ihr seid an einem Punkt, wo ihr eine Entscheidung trifft, dass das vielleicht aufhört, wäre das eine Option gewesen? Oder habt ihr gesagt, nein, das powern wir durch, das ziehen wir durch? Also ich Oder glaube, was kommt, das nehmen wir mal. also aufzuhören, das haben wir irgendwie nicht auf der Agenda gehabt. Das kommt mir schon so vor. Aber wir haben uns aufgrund der Situation, die wir jetzt gerade geschildert haben, zum Beispiel schon am zweiten Tag deutlich mehr Zeit genommen als geplant. Also wir sind es wirklich ruhig angegangen. Der Chris hat mich zum Beispiel am ersten Tag in der Früh auch gefragt, wie findet man jetzt unser Tempo beim Weggehen? Also an das kann ich mich auch erinnern, weil er so quasi gemeint hat, du hast das schon ein paar Mal gemacht und wie findet man jetzt das Tempo? Und ja, darüber haben wir gesprochen, dass wir einfach jetzt mal gemütlich losgehen werden und dann schauen wir, an welches Tempo liegt uns. Und am zweiten Tag auch, da haben wir uns wirklich Zeit genommen. Also wir waren am zweiten Tag tatsächlich, inklusive ausgiebiger Mittagspause, die auch länger gedauert hat wie geplant, waren wir dann 13 Stunden unterwegs. Ja, das ist viel, eigentlich viel Zeit für 40 Stunden. Ja, wenn man fit ist, so wie der Chris, Sport betreibt, ich auch regelmäßig mich bewege an der Natur, dann ist das wirklich ausreichend Zeit. Aber aufgrund von ein paar Aspekten, die wir jetzt schon erwähnt haben, ist es schon anders gekommen wie geplant, weil um die Zeit, wie wir dann wieder beim Auto waren, wollte man eigentlich schon ganz woanders sein. Ja, das ja. Chris, aber aufzugeben oder so haben wir nie auf der Agenda gehabt. Oder ist es bei dir mal da gewesen? Also wenn man so aufgeben tut, man einen Brief. Und für mich war das von Anfang an klar, ich will mir das selber beweisen, dass es kann. Und, aber wenn irgendwas dazwischen kommt, dann war mir das dann so wichtig. Ich bin einer, der, wenn ich sage, nach dieser Mentalität, ich will es unbedingt fertig machen, aber der Körper sagt wirklich nein, wenn ich mir wirklich weh tue, dann würde ich natürlich aufhören. Und in dem Moment habe ich gewusst, das sind nur Belastungen. Belastungsschmerzen und dann sind halt da ein paar offene Sachen, die halt wehtun bei jedem Schritt, aber das sind Dinge, die kalkulierbar sind und da kann man sich auch wieder üben, das Ganze mental wegzuschirmen. Das hat funktioniert und ich habe einfach diese 12-Stunden-Wanderung am zweiten Tag dann als Übungssession gesehen, wo ich mir halt jeden Schritt dann darauf gesagt habe, eigentlich, so weh tut es eh nicht. Ne? Das Ja, versteht jetzt. Das heißt, für mich war es keine Option. Ne? Katrin. Vielleicht, ich sehe nämlich gerade, das ist die eine oder andere Frage da. Ich weiß nicht, ob es das auch schon siehst bei dir, dann kommt man vielleicht da mal eingehen drauf. Das kannst auch ich gerne vorlesen, wenn du möchtest. jetzt bin ich es gerade nicht. Bitte liest du mal kurz vor. Und zwar, die liebe Eva hat geschrieben: Für mich werden auch scheinbar große Probleme beim Gehen wieder kleiner. Ich finde Antworten. In Bewegung bewegt sich was. Das ist ein sehr cooler Spruch und kann jetzt 100% beipflichten, Eva. Genau das, was wir jetzt da beschrieben haben, ist mit dem Weitwandern. Diese ganzen Probleme, die Alltagsthematiken, die lösen sich einfach sukzessive auf. Und da bin ich 100% bei dir. Wollt ihr da auch noch was dazu sagen? Sonst lese ich dann gerne einen nächsten Kommentar vor. Ich bin jetzt schon dabei, kann den nächsten vorlesen. Ja, ich bitte darum. Der Florian schreibt zum Thema Flow-Gefühl. Was ist für euch der Unterschied zwischen Gehen und Laufen, was den Weg zum Glück und die Effekte betrifft? Willst du anfangen, Maria? Fang du an, Chris, bitte. Also für mich persönlich ist egal, unter Anführungszeichen, ich glaube, dass jede Person für sich einen Weg zum Glück hat, die kommt man zum Beispiel beim Flo, der Lauftrainer, wenn man sich gescheit weiterbilden will,
dass bei einem Flo zum Beispiel, das ist, wenn ich im Berg irgendwo auflaufe, dass das sein Weg zum Glück ist. Mein Weg zum Glück ist entweder so eine Weitwanderung oder ich bin irgendwo in der Natur draußen oder ich wohne im wunderschönen Steyr, wenn ich da in der Früh um 6 meine Runde gehe, am Fluss entlang, oder wenn ich am Abend im Powerlifting-Training bin und einfach 200 Kilo am Rücken oder meine Kniebeugen mache mit der Musik drin. Das sind unterschiedlichste Wege und ich glaube, dass jeder halt seinen eigenen hat und jeder seinen Weg finden muss, was für einen am besten ist. Das heißt, um die Frage zu beantworten, ich glaube, es gibt keine Pauschallösung und jeder sollte einfach schauen, was für ihn das Beste ist. Bei mir geht es gerade Ping-Pong im Kopf. Mir gelingt es beim Laufen unterschiedlich. Also viele Male nicht, irgendwie reinzukommen, in meinen Rhythmus zu kommen, aufgrund von dem, weil im Kopf irgendwie zu viel los ist, dann ist es echt mühsam, in diesen, in meinen Rhythmus, nenne ich es jetzt einmal, zu kommen und dieses das zu spüren, dass man nichts mehr denkt und dass man wirklich einfach diesen Rhythmus hat und abarbeitet. Am meisten habe ich es bisher eben gemerkt, wirklich bei meinen Weitwanderungen und da am tiefsten, wenn ich alleine unterwegs war. Das muss ich wirklich sagen. Also wenn du dann zum Beispiel am dritten, vierten Tag alleine bist und so wie ich es vor 2 Jahren erlebt habe, dass ich dann 5 Tage schlechtes Wetter gehabt habe, wo du auch den ganzen Tag niemanden triffst, und dann in einer Zwischensaison gehst und in so Tourismusorten wie in Lackenhof am Ötscher bist, wo genau eins von 20 Hotels offen hat und du dort der einzige Gast bist, dann ist einfach rundherum nichts mehr und du kannst dich wirklich gut ungeplanterweise auf dich konzentrieren. Und dort habe ich aber eine ziemliche Tiefe gespürt und einen ziemlichen Flow auch gespürt. Das waren so die intensivsten Erlebnisse, die ich gehabt habe. Regelmäßig dieses Flow-Gefühl anzusteuern. Ja, ich habe es vorher schon gesagt, gelingt mir unterschiedlich gut. Am ehesten gut schlafen, bald aufstehen, die Sonne sich flach ins Gesicht scheinen lassen, dann bin ich für mich auch am nächsten dran. Und es kann laufen oder gehen sein, aber auf jeden Fall draußen, bewegt an der Natur, ja. Ich glaube, das kennst du ja genauso, Katrin, oder? Als Grafikerin. Ich kann mich erinnern, du hast mir jetzt letztens auch ein bisschen begleitet dazu, wo ich jetzt meine ersten grafischen Schritte mache. Und ich kann mich erinnern, wenn ich da meine Musik reiner habe und da herumpinselt, dann sind 2 Stunden so weg. Du kriegst das gar nicht mit, weil du einfach genauso im Flow bist. Das heißt, du kannst auch in der Arbeit ja im Flow drinnen sein. Ne? Das meine ich damit. Da gibt es so viele unterschiedliche Möglichkeiten. Das ist, glaube ich, das Coole, ne? Dass nicht nur, dass wir nicht alle laufen gehen müssen oder alle trainieren oder weitwandern gehen müssen, sondern jeder hat so seine Möglichkeiten. Und ich glaube, das Feine ist, wenn man sich einfach mal die Zeit nimmt und sich damit auseinandersetzt, was das bei einem Server ist. Weil dann hat man wirklich, ja, Möglichkeit, so schöne Erkenntnisse zu haben, wie ihr zwar jetzt beim Wandern miteinander. Ich merke, es hat euch auch voll verbunden, habe ich das Gefühl. Es ist auch für die Freundschaft sicher sowas mal gemeinsam zu erleben. Also könnt ihr das? Ja, ja. Also Mario kann jetzt direkt fragen, ist es auch für Paare empfehlbar? Schlafst du allein im Zimmer oder zu zweit, Mario? wir haben ein Doppelzimmer gebucht, so okay, ist es. Okay, also ich wir sind jetzt das zweite Mal zu zweit unterwegs es ist unbedingt auch für Paare empfehlenswert, ja. Dort gilt aber Gleiches wie mit dem Chris unterwegs war. Also auch da gibt es Abmachungen, Vereinbarungen, dass man sagen, du, diesen Anstieg mag ich jetzt für mich alleine gehen, ist das okay? Oder es kommt ein Thema drauf, es kommt ein Thema daher, das man gern besprechen mag im Gehen. Und meine Erfahrung ist einfach auch im Gehen etwas zu reden und zu besprechen, ist was anderes, wie wenn du an dem gleichen Tisch sitzen bleibst, wo das Problem auftaucht ist, zum Beispiel, wenn du über dieses Problem reden magst. Und dann ist es natürlich gut und schön, wenn du nicht nur kurz einen Spaziergang, Viertelstunde Zeit hast zum Reden, sondern ein paar Tage Zeit hast zum Reden. Ja? Und auf den Moment warten kannst, wo es wirklich passt und wo es wirklich gut ist und wo das Thema gerade da ist. Unbedingte Empfehlung. Also ich liebe dieses Gehen, ja. Die Wege bei uns sind erstens wunderschön, auch da, und das ist für mich so eine besondere Erkenntnis, auch daheim von der Haustür rauszugehen und wegzugehen, ist nur mal was anderes, wie wenn du am ersten Tag anreist irgendwie
Und ich denke, gerade die Region Steyr bietet sich auch an mit dem oberösterreichischen Mariazellerweg, wo Steyr direkt drauf liegt, von der Haustür rauszugehen und wegzugehen. Absolute Empfehlung von mir, ja. Danke, Mario. Das stimmt mir wirklich sehr spannend vor. Grüße. Ja, wenn man solche Momente miteinander teilt, wir sind ja kein Paar, Mario, aber ich denke mal, wenn du mit der Dani, mit deiner Göttergattin da diese Momente teilst, das ist schon was richtig Cooles. Und das verbindet dich, glaube ich, auf eine spezielle Art und Weise, die so im Alltag wahrscheinlich gar nicht so einfach zu kriegen ist. Ne? Ja. Also finde ich extrem cool, dass sie das macht. Gemeinsam in diese Ruhe einlässt, oder? Das ist auch, dann man kann ja dann wieder in Freundschaften oder in Beziehungen ja auch wieder was Neues entstehen, so wie Sie es ja am Anfang auch so schön beschrieben habt. Und das, glaube ich, heißt nicht nur für einen persönlich was, sondern auch für die Beziehung zueinander, oder? Dass man einfach auch wieder ja da auch neue Wege geht oder neue Richtungen einschlägt oder neue Möglichkeiten in Betracht zieht, die man, wie du gerade gesagt hast, Mario, sitzend am Tisch, auf die man nicht kommen hat. Ja. Ja. Absolut. Und das Lustige ist ja, wie wir draufgekommen sind. Also wir waren irgendwie im Norden Spanien, waren wir auf Urlaub und dann hat es irgendwie das Angebot gegeben, so Schnuppern am Johannesweg, sag ich schon, Schnuppern am Jakobsweg natürlich in Spanien. Ja. Und dann haben sie uns mit dem Bus hingeführt und wir sind de facto die letzten 10 Kilometer dann am Jakobsweg gepilgert bis zum Großen Dom und sind dort mit dem Bus wieder abgeholt worden. Aber wir haben die 10 Kilometer genutzt und gemerkt, dass das eigenwilliges, weiß ich jetzt nicht, einzigartiges Feeling war, was wir von den Wanderern da irgendwie gespürt und gemerkt haben und haben eben dann entschieden, dass wir es ausprobieren in Oberösterreich, 3 Tage einmal und machen das jetzt eben 5 Tage, sind wir jetzt unterwegs und haben diese 150 Kilometer vor in den 5 Tagen. Ja, und jetzt heißt es einlassen und tun und schauen, was ist und was der Weg bringt, Schritt für Schritt. Was mir da jetzt gleich noch in den Sinn kommt, das ist zwar ein kleiner Sprung jetzt, da Mario, wenn du dich erinnerst, beim Johannesweg, wie lieb und freundlich da die Leute waren. Ich bin ja in Steyr da unterwegs und so schön die Stadt ist, aber die Steirer sind von Grund auf eher ein bisschen verschlossener, sage ich mal. Das heißt, es dauert einfach eine Zeit, bis da die Leute warm werden und miteinander reden. Und Mario, du kannst denen im Mühviertel, wir zwei marschieren da gerade entlang von der Straße, dann kommt ein Auto entgegen, bleibt stehen. Na, was tat's denn jetzt, war da? Ja, wir gehen gerade am Johannesweg und suchen gerade den Weg drauf. Und dann hat die Misere angefangen, ganz dennoch. Na, dann ist er gleich stehen geblieben, hat umgedreht, hat einen Parkplatz gesucht und hat uns das alles erklärt, wo wir da hingehen müssen. So, dann gehen wir weiter, das war mal voll lieb, ne? Dann fährt er wieder vorbei und fragt, ob wir eh noch wissen, wo wir hingehen müssen. Also die sind so lieb und so begeistert gewesen, die Leute. Und so stolz auf die schöne Landschaft, die sie da haben. Das ist auch das, was ich, wo ich immer gern zurückdenke, weil ich merke, wie ja, freundlich die Leute von sich sind. Wir gehen bei einer Garagentür vorbei und du sagst, na Jungs, holt einen Schnaps oder einen kleinen Schnaps rausgeholt. Also ohne, dass man irgendwie Berührungsängste hat, sondern sofort geduzt und so freundlich und lieb. Und das sind einfach die Dinge, die einen auch wieder überholen, wo du merkst, hey, so einfach kann man es eigentlich gehen, die ganze Geschichte. Das ist aber auch Schönes, was man mitnehmen kann, dann auch wieder, dass man eben, wenn du sagst, in Steyr erlebst du das nicht so, dass vielleicht du dann initiativ solche Dinge machst, diese unerwartete Freundlichkeit einfach nach außen. Ja. Wenn wir das so verteilen, dann wird es immer feiner, oder? Kann ich noch ein kleines Beispiel nennen mit dieser unerwarteten Freundlichkeit. Vor 3 Jahren habe ich mich bei einem neuen Fitnessstudio angemeldet und ich als Junge vom Mostviertel, vom Land, wo ich ursprünglich herkomme, ist ganz normal, dass man alle im Ort grüßt, weil man ja alle kennt. Ne? Wenn ich da jetzt ins Studio damals reingegangen bin und habe alle grüßt und dann habe ich gemerkt, die haben mich alle so komisch angeschaut, denke mir, irgendwas passt da nicht. Bis ich dann gemerkt habe, die Leute sind es nicht gewohnt, dass man, wenn man sie nicht kennt, gegrüßt wird. Ne? Mittlerweile ist es so, dass die Leute so, wenn sie mich sehen, immer eine kleine Grenze haben, weil sie merken, hey, der redet mich an, obwohl er mich gar nicht kennt und auf einmal grüßen alle voll freundlich. Das heißt, man kann mit dieser Freundlichkeit sehr wohl Leute anstecken. Das ist, das hat mich auch da wieder bestätigt. Ne? Die haben mich wieder angesteckt, dass man das wieder ein bisschen aufsteuert haben. Das ist so lustig, wie das funktioniert. Danke, Mario. Ja. Ich habe eine kurze Unterbrechung gehabt. Können Sie die Frage nochmal wiederholen, bitte? Jetzt weiß ich nicht, ist was Neues dazugekommen oder war es nur von vorher? Ich habe nur die Geschichte fertig erzählt im Fitnessstudio mit der Freundlichkeit, die ansteckend ist. Ich habe halt schon wieder so ein Erlebnis gehabt, Chris. Also es ist
sehr fein und klein, aber wir waren halt am Vorplatz der Kirche und besuchen dann immer auch am Etappenziel quasi auch die Kirche. Und es ist auch wieder so ein meditativer Moment, dort kurz Platz zu nehmen und vielleicht da eine Kerze anzuzünden. Und da ist eine nette Dame zu uns hergekommen und hat uns ein kleines Präsent überreicht, einen kleinen, ich weiß nicht, ob man das da sieht, einen kleinen quasi Marientaler. Und wir haben uns bedankt und haben gesagt, ja, der wird uns jetzt auf unserem Weg nach Mariazell begleiten. Also es ist so, wie es uns im Mühlviertel gegangen ist, so geht es uns da schon wieder. Und man ist ja interessiert in den Orten, also ich bin es zumindest immer und gehe mit dieser Offenheit rein. Und dann sind es diese Dinge, die passieren. Und wir haben nicht nur einen gekriegt, sondern jeder von uns hat einen gekriegt. Also wir sind gut ausgerüstet für die nächsten Tage und unser Talisman ist schon, ja, schon wieder gefunden am ersten Tag. Das sind diese vermeintlichen Kleinigkeiten, die dann eine richtige Freude machen. Ja. Ja. Ich würde jetzt gerne da den Bogen spannen. Es ist nämlich jetzt schon 20.15 Uhr. Ich habe jetzt so den Eindruck gehabt, das, was der Mario noch gesagt hat, ist ja eigentlich eine feine Schlusssequenz, weil ihr habt besprochen, wie der Weg für euch war persönlich, wie der Weg für eure Freundschaft war, wie dieses Durchhalten und diese Etappenziele, wie ihr das erlebt habt. Und jetzt im Nachhinein, also jetzt am Ende noch, ist es jetzt noch rausgekommen, wie man gut begleitet ist auf dieser Reise. Also wenn man sich auf den Weg macht, auch wenn man vielleicht alleine geht oder nur zu zweit und es Regenwetter ist und wenig Leute unterwegs sind, gibt es trotzdem immer, wenn der einer irgendwo begleitet und der einfach auch da ist und freundlich an weiterhilft am Weg. Und so denke ich mal, ist das vielleicht auch eine schöne Analogie, die wir ins Leben mitnehmen können, dass wir die Dinge, die wir so machen und die Wege, die wir gehen, nicht allein machen müssen. Und ich merke gerade, wir sind da ein gutes Beispiel dafür. Es ist so eine Freude, mit euch da halt sitzen und das machen. Und diese Zusammenarbeit, Zusammenhalt ist das, glaube ich, was unsere Gesellschaft braucht und wo wir uns alle diesen Weg und die Geschichte und die Erkenntnisse, die ihr erzählt habt, mitnehmen können in den Alltag und das auch mittragen. Ich danke euch sehr für eure Erfahrungen, die ihr mit uns geteilt habt und für dieses feine Gespräch. Und habe jetzt noch, bevor ich sage, was nächsten Wochen kommt, möchte ich mit euch eine Abschlussrunde machen und habe mir auch was Spezielles überlegt, weil die Christine letztes Mal schon so kreativ war und dachte, lass ich mir auch was einfallen. Und zwar habe ich da 14 Karten mit 14 verschiedenen Fragen und ich habe würde vorschlagen, einer von euch, ihr könnt euch aussuchen, wer anfängt, sagt eine Zahl, ich ziehe runter und stelle die Frage, die dann da draufsteht. Und ihr dürft natürlich frei entscheiden, ob sie es beantworten wollt. Wenn es euch zu persönlich ist, dann nicht, aber ich finde es sehr interessant. Mario, ich gönne dir die erste Karte. Christian, du bist immer so großzügig zu mir. Vielen Dank. Ich weiß. Bitte. Du brauchst eine Zahl, oder? Zwischen 1 und 14. Gibt nur eine Zahl, die ich da auswählen kann. Es ist die 7. Was? Ja, klar. 1, 2, 3. Mario, gibt es einen Satz, den du nie vergessen wirst? Welchen? Und warum hat er eine Bedeutung für dich? Das, was mir als erstes einfällt, ist, und er ist nicht von der Wanderung. Nichts ist so stark wie eine Idee, die an Zeit gekommen ist. Den Satz werde ich nie vergessen. Er hat mich begleitet in meiner Zeit, wie ich damals mein Dienstverhältnis nach 20 Jahren beendet habe, also so in der Überlegungsphase war. Tue ich nicht. Und dann war ich in einem Seminarhaus und habe dort einen Termin gehabt und habe telefoniert und gehe so am Gang hin und her und stehe vor einer Wand, wo dieser Spruch draufsteht. Und genau, diese Zeit habe ich dann gespürt, also die Idee war da, die Zeit war scheinbar auch da und das habe ich dann dort gemerkt von dieser Wand und darum werde ich diesen Satz nie vergessen. Ja. Schön, danke fürs Teilen. Dankeschön. Chris, ich mische jetzt mal durch und dann darfst du mir eine Zahl sagen. Ich habe zwischenzeitlich eine gute Zahl überlegt und zwar ist das die 4. 4. Worin bist du gut? Und was hast du getan, um gut darin zu werden? Ich glaube, ich bin gut darin, dass ich Ziele definiere und die auch dann durchziehe. Ich glaube, da passt es mit dem Johannesweg gut dazu.
Das passt da, glaube ich, bei Rocksports, bei meiner großen Leidenschaft dazu, das passt im Sport dazu. Das heißt, wenn ich mir Ziele definiere, ziehe ich das auch durch, aber wenn ich weiß, es braucht Energie. Und was habe ich da, dass ich gut werde darin? Naja, ich habe die Gene von meinem Vater und von meiner Mutter geerbt, wie die zwei sind. Vor allem mein Vater sehr, sehr ehrgeizig und zieht die Sache durch. Was ich aber auch dazu sage, ist, nur der Ehrgeiz, nur die Disziplin. Ich bin auch schon mal in die Richtung gekommen, wo das Ganze einfach zu verkrampft war, wo der Bauch sagt, hey, es ist genug, wo der Kopf sagt, hey, du musst die Sache durchziehen. Das heißt, ich habe da einfach die letzten Jahre besonders gelernt, Ehrgeiz, Disziplin ist gut, aber das Gefühl gehört auch dazu, und da irgendwo den Mittelweg zu finden. Und das mache ich mit, ja, indem ich einfach immer wieder neue Herausforderungen hernehme und mir da immer wieder neu selbst auf den Prüfstand stehe und schaue, wie funktioniert das? Und das Bauchgefühl drin lassen und trotzdem auch mal durchbeißen, wenn es die eigentlich nicht mehr gefreut. Und diese Kombination, glaube ich, das ist das, was ich immer besser beherrsche. Und was mich gut gemacht hat darin, ist einfach die Übung, glaube ich. Und ich merke, glaube ich, habe noch so viel von dem, was alles möglich ist. Das heißt, da gibt es noch viel, viel zu verbessern. Vielen Dank für die offene Antworten. Für die coolen Fragen. Ja, danke für das feine Gespräch. Ich möchte jetzt nur hinweisen auf die nächsten Termine. Wir haben nächste Woche den Denkpresso Nummer 8 mit der Verena und mit der Christine. Und es geht ums Geld. Let's talk about money. Wird sehr spannend. Mario moderiert. Freue mich schon sehr drauf. Und dann die Woche drauf, am 24.06., gibt es dann ein Denkpresso mit dem Florian und mit mir. Und wir reden über gemeinsam gehen, lernen und wachsen. Genau, das ist unser Thema. Mal schauen, Das wie war weit wir genau machen. cool. Genau. Und dann gibt es nur einen finalen Denkpresso am 1.7. Das ist dann unsere Spezialfolge, und zwar kann ich schon sagen, das offizielle Ende der ersten Saison des Denkpressos. Genau, wo wir dann gemeinsam darüber sprechen werden, wie es alles weitergeht. Und vielleicht auch. Lassen wir uns noch was Besonderes einfallen. Genau. Das heißt, am 1.7. bleibt spannend, wie es weitergeht. Genau. Dann habe ich jetzt nur was Kleines, Privates, das ich gerne anbringen möchte. Ich möchte jetzt gerne so, ich muss manchmal, also früher im Fernsehen habe ich dann immer so lachen müssen, wenn dann im RTV irgendwer gesagt hat oder im ORF, er mich gern grüßen. Und ich dachte, das mache ich heute. Und zwar hat nämlich heute meine Mama Geburtstag, und deswegen möchte ich. Mama, es geht zum Geburtstag. Ich freue mich aufs Feiern. Danke dafür. Alles Gute. Alles Gute, Sänger da mal nicht, das wollen wir echt nicht haben. Wir haben ja diskutiert am Anfang, aber. Okay. Danke für eure Zeit und für eure Offenheit. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und freue mich schon, wenn wir uns wiedersehen. Und danke an alle, die zugeschaut haben und dabei waren und unseren Denkpresso so supporten und genau verfolgen. Danke. Danke an die Zuseher, danke an euch. Danke für die feine Moderation und an euch. Vielen Dank. Vielen Dank. Schönen Abend. Ciao, ciao.